Hallo ihr Lieben, ich möchte mit euch heute mal diese neuen Kraftmousses vom Action testen. Ich habe drei Farben ergattern können, einmal das Silberne, das Schwarze und das Rosane. Und ja, da werden wir jetzt einfach mal ein paar Techniken mit ausprobieren und ein paar Kärtchen draus werkeln. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe mir jetzt hier ein paar Aufleger in A6 zugeschnitten aus dem weißen Faltkartenkarton und möchte jetzt da einfach erstmal so ein paar Striche drauf machen, damit ich mal gucken kann, wie das Produkt so wirkt. Wir starten mal mit dem Schwarzen. Oh, da ist auch noch so ein extra Deckel drauf. Den finde ich cool. Da kann man das dann ganz das Ganze wieder gut schließen. Und jetzt nehme ich mir einfach ein Palettenmesser und ja, ich glaube, ich rühre es auch noch mal um, weil irgendwie sind hier unterschiedliche Farbnuancen in der Paste selber. Sie ist aber richtig schön weich und fluffig. Und jetzt nehme ich mir einfach mal so ein bisschen auf den Spachtel und ziehe mir das einmal hier so quer drüber. Das darf ruhig ein bisschen Textur haben. So. Dann packe ich den Deckel hier schön wieder drauf, dass es auf jeden Fall nicht austrocknet und mache es auch fest wieder zu. Und dann nehme ich mir ein Feuchttuch dazu und mache einmal mein Palettenmesser wieder sauber, bevor ich in die nächste Farbe gehe. Das ist diesmal das Rosa. Und auch hier sieht es so ein bisschen... Ja, das ist nicht mehr ganz so weich wie das Schwarze, ne? Also da sieht man auch, die Konsistenz ist so ein bisschen härter. Wir versuchen es jetzt einfach mal mit so ein bisschen Paste hier und machen einfach mal über das Schwarz drüber auch so einen Strich. So. Ihr könnt die Reste immer ganz gut abstreichen. Wieder am Behälter. Und zu guter Letzt mache ich auch noch so ein bisschen von dem Silber, einfach um mal alle Farben durchgetestet zu haben. So. Auch das ist so ein bisschen nicht ganz so weich wie das Schwarze. Nehme ich mir auch mal ein bisschen und mache hier über das Pink noch einen Streifen. So, dass einfach ein bisschen, ja, Textur im Hintergrund ist. Da lege ich mir mal eben so ein bisschen meine Dauerbackfolie aus, damit nicht mein ganzer Arbeitsplatz versaut ist. Das Ganze mal ein bisschen zu splattern. Dafür nehme ich mir jetzt einfach hier mit meinem Pinselchen oder mit meinem Palettenmesser ein ganz klein wenig raus. Das reicht schon. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze auch sich in Wasser löst. Nehme ich hier einfach meine Spritzeflasche dazu und tue ein bisschen Wasser dazu und nehme meinen Pinsel und versuche das mal so mit dem Wasser zu vermischen. Ja, das klappt. So. Jo, das klappt ganz gut. Versuche ich jetzt hier mal so im Hintergrund so ein bisschen ein paar Sprenkel zu machen. Ja, das geht gut. Und das legen wir jetzt einfach erstmal zum Trocknen. Ne? Also ihr seht, da ist auf jeden Fall eine Textur. Ziemlich mousseartig das Ganze. Und das darf jetzt erstmal einmal trocknen. Für meinen nächsten Anwendungsfall lassen wir einfach auch das einmal liegen. Ich möchte jetzt einmal großflächig mit einer Schablone arbeiten. Das ist eine vom Action. Und das mache ich immer ganz gerne so, dass ich sie mir von hinten auf meine Karte klebe, die ich bearbeiten möchte. Bei diesem Muster achte ich auch darauf, dass die Schablone schön gerade ist. Und klebt mir die einfach mit lila Tape von hinten fest. Und so ist es halt auch ganz gut, dass man da nicht unbedingt sich das Papier abzieht, wenn das lila Tape nicht ganz so leicht abzunehmen ist. Und da nehme ich einfach auch mal das
rosane für und den großen Spachtel. So. Und schmier mir das hier erstmal einmal großzügig drauf. Bei der Schablone müssen wir vielleicht eher in diese Richtung gehen, weil die doch, wenn man andersrum das Ganze macht, sich sehr bewegt. Und dann ist das, ne, wie Butterbrot schmieren. So. Einmal überall hin. Und den Überschuss nehme ich mir auch immer noch mal wieder ab. So. Das hat richtig, richtig gut funktioniert, finde ich. Und ihr müsst gucken, dass ihr die Sachen bei dieser Paste immer relativ flott auch wieder sauber macht. Jetzt ziehe ich mir erstmal die Schablone ab. Da seht ihr, da habe ich in die andere Richtung gearbeitet. Da ist es ein bisschen hinter die Schablone gelaufen. Ist aber nicht schlimm, da kleben wir gleich einfach was drüber. Ne? Was nicht passt, wird passend gemacht. Jetzt kann ich eben auch mein lila Tape abziehen. Das verwende ich jetzt in dem Fall nicht nochmal, weil da ja jetzt Paste drauf ist. So. Und auch das darf jetzt erstmal ein Momentchen trocknen. Und ich mache jetzt erstmal die Schablone sauber. Da könnt ihr auch Feuchttücher für nehmen. Ihr könnt es aber auch einfach am Waschbecken unter fließendem Wasser abspülen. Das geht meistens noch besser, gerade bei so filigranen Öffnungen wie hier. Da bleibt man dann auch mal ganz gerne hinterhängen. Deswegen gehe ich jetzt mal eben zum Waschbecken. Ne? Und last but not least möchte ich auch noch mal eine große Schablone testen, wie sich das da so verhält. Und da finde ich hier ja immer diese Blätterschablone vom Action mega cool. Und stempel im Hintergrund noch ein bisschen was. So, ich habe hier noch so einen mega alten Textstempel gefunden. Und den werde ich mir jetzt einfach hier so halb über meine Seite stempeln. Ich lasse so Textstempel, so große, meistens einfach auf dem Trägerpapier drauf. Ja, so ein Drittel mache ich ungefähr. Und dann nehme ich auch, weil es eher eine Trauerkarte werden soll, schwarz. Und gebe mir da einfach so ein bisschen was drauf auf meinen Stempel. Und dann nehme ich hier die Folie mit und gebe das einfach hier drauf und drücke mir den mit den Fingern einmal gleichmäßig an. Ich finde, das ist immer noch die einfachste Methode, als das ganze Teil abzuziehen, auf einen großen Stempelblock oder in eine Stempelhilfe zu machen. So, hier unten die Ecke noch. Ja, so gefällt mir das schon. So, dann habe ich mir hier so ein schönes Sprücheset von Dani Preuß rausgesucht. Das heißt, dem Herzen ewig nah. Und da finde ich hier, was bleibt, wenn alles geht, ist die Liebe ganz schön. Das passt hier auch noch ganz gut hin. Und darüber werde ich quasi das Blatt mir machen. Also so. Ich bleibe jetzt doch bei einem Blatt und klebe mir hier die Kanten, wo ich nicht rüber will, einfach mal auch ab. Und auch hier das, wo das andere Blatt da so nah dran ist, klebe ich mir zur Vorsicht einmal ab, weil ich natürlich nicht möchte, dass hier noch irgendwie was von der Schrift mit drauf geht. So. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich werde quasi in Silber grundieren und mit dem Schwarz noch Akzente setzen. Das heißt, für das Silberne
nehme ich ein relativ großes Palettenmesser und gebe mir das hier auf mein Blatt drauf. Gehe hier bei dieser Form am liebsten so von innen, von außen nach innen, weil auch hier sehr filigrane Sachen einfach dabei sind. Ich glaube, das geht schief. So, und jetzt gucke ich, dass ich überall was habe. Das darf ja auch ruhig ein bisschen Struktur haben. So. Und dann nehme ich mir das Schwarze dazu und gehe noch mal so ein bisschen von den Seiten hier so rein und setze noch mal schwarze Akzente. So, und dann nehme ich das Ganze ab und bin mal gespannt. Nicht ganz, ne? Ist nicht ganz so schön geworden, das Blatt. Hier bin ich einmal richtig runtergekommen, da an dem Stiel. Gucken, ob ich da noch was retten kann. Ich befürchte nicht. Verschlimmbessern sieht es eher noch aus. Naja. Okay, und hier, wo es noch so mega absteht, mische ich mir das noch so ein bisschen rein. Und dann darf das Blatt auch erstmal trocknen, ne? Und jetzt räume ich hier mal so ein bisschen auf und wenn die Sachen trocken sind, dann sehen wir uns wieder und ich zeige euch das Ergebnis und dann werken wir noch Kärtchen daraus. So, ihr Lieben, die Pasten sind getrocknet und ich zeige euch mal, was draus geworden ist. Also besonders an diesem Teil hier sieht man, der Schimmer ist sehr, sehr, ja, minimal. Sind eher so matte Pasten, würde ich sagen, matte Mousses. Das ist halt die Frage, was ihr da für einen Effekt auch haben möchtet. Wenn ihr wirklich schimmernde Pasten haben möchtet, dann würde ich euch eher zum Beispiel die Paper Glazes von Picket Fan Studios empfehlen. Die sind richtig, richtig schimmernd. Dieser ist auch ganz toll geworden. Diese Dinge, wo es unter die Schablone gelaufen ist, da kann die Paste jetzt nicht so viel für. Das war dann eher mein Ding. Da gucken wir gleich, dass wir es bei der Karte so ein bisschen kaschieren. Ne? Genau. Und hier, das habt ihr auch gesehen, das war auch mein Fehler, aber ansonsten finde ich es auch so zusammengematscht eine ganz, ganz tolle Sache. Ich werde jetzt hier drei Kärtchen draus werkeln und dann zeige ich euch die einfach und erkläre euch, was ich verwendet habe. Und das Ganze schreibe ich euch natürlich wie immer auch unten in die Beschreibung, wenn es die Produkte noch gibt. Na, dann sehen wir uns gleich wieder. Die drei Kärtchen sind fertig und wir starten mal mit dem ersten Hintergrund, da hatte ich ja einfach nur mit den Pasten gewischt und ein bisschen gesprenkelt. Und da habe ich mir hier diesen süßen Koala zusammengestellt mit diesem neuen Stempelset, was ich habe, von Stampendous. Das sind die Franz Former Fury Friends. Und da habe ich mir, wie ihr hier seht, den Koala mit dem T-Shirt und den Beinen zusammengestempelt und der hält halt hinter sich die Äste, um dieses hinter sich zu machen, habe ich hier zweimal quasi den Arm falsch rumgestempelt, hier links und rechts, und dann die Zweige noch in den Hintergrund gestempelt. Das ist halt eine Stempelmaskiertechnik. Ihr könnt aber mit diesem Stempelset auch einfach so stempeln, weil die Stempel hier nicht durchgehend sind, sondern wirklich nur den Rahmen haben. Das heißt, ihr könnt sie ganz einfach auch zum Beispiel unten an das T-Shirt dran setzen. Der Hintergrund und auch hier dieser Spruch ist hier aus diesem Set.
Da weiß ich echt nicht mehr, ob es das gibt. Das ist das Letterboard von Marianne Design. Das habe ich irgendwann mal im Ausverkauf bei Scrapability ergattern können. Und da habt ihr halt schöne kleine Buchstaben, wie ihr hier seht. Einen Rahmen, den habe ich heute nicht verwendet. Und ihr habt so einen Letterboard-Embossing-Folder. Und den habe ich hier quasi mit schwarzem Cardstock in den Hintergrund gesetzt, sodass man da auch noch mal ein bisschen Bewegung hat. Und ich habe halt den Aufleger ein bisschen kleiner geschnitten, mir die Seite, wo es jetzt nicht ganz einheitlich war, quasi abgeschnitten. Und so könnt ihr eben auch Dinge, die euch nicht so gut gefallen, ja, so ein bisschen kaschieren. Da zeige ich euch bei den anderen Karten auch noch, wo es halt mal ein bisschen, ja, hinter die Schablone getreten ist, wie auch immer. Gleich gibt es da noch so ein paar kleine Hacks, wie man so Missgeschicke so ein bisschen kaschiert. Also hier zum Beispiel fand ich das nicht so schön und habe es halt einfach abgeschnitten. Dann die zweite Karte, da habe ich ja den ganzen Hintergrund gemacht mit der Schablone hier. Und da ich halt nicht die ganze Zeit in diese Richtung gewischt habe, sondern auch mal in diese, sind da ja auch Dinge hinter die Schablone gelaufen. Da habe ich jetzt einen großen Die-Cut hintergesetzt, so wie solche Blümchen. Das sind diese hier von Gemini Floral Arrangement. Auch das ist schon ein ganz altes Teil. Da weiß ich nur nicht, ob ich das für euch verlinken kann. Und dann habe ich hier ein Thank You draufgesetzt. Und wie ihr seht, schimmert das auch so ein bisschen schön. Das ist ein Perlmutpapier von Faltkarten, was halt hier so ein Metallic-Look hat und trotzdem total schön stabil ist. Wie ihr seht, ist der Hintergrund auch nicht mehr weiß, sondern ich habe den ein bisschen mit einem Bürstchen bearbeitet und mir dafür das One Lipstick von den Distress Oxiden hergenommen. Wenn ihr das macht, nachdem ihr gestencelt habt, nehmt doch bitte die überschüssige Farbe von der Paste ab, weil die sitzt da halt wie bei zum Beispiel einer Embossing-Resist-Technik auch oben drauf. Und ja, einfach mit einem trockenen Tuch einmal drüber wischen, damit der Beschenkte nachher nicht die Finger rosa hat. Das habe ich einfach übereinander gesetzt. Das Thank You ist aus einem Stempelset. Wo ist es denn? Hier. Von Studio Light. Das habe ich mal in einer Ausverkaufskiste auf einer Messe gefunden und da war dieses wunderschöne große Thank You mit dabei. Mal gucken, ob ich es für euch noch finde. Ansonsten habt ihr hier auch die Nummer, könnt ihr selber mal recherchieren. Genau. Und dann gab es noch ein paar Glitzys vom Action, diese, die so ein bisschen irisierend sind und dann war mein Kärtchen da auch schon fertig. Und wie ihr seht, dass hier in der Mitte so ein bisschen auch hinter die Schablone gegangen ist, sieht man als Beschenkter nicht mehr. Also wenn ich es jetzt weiß und ganz nah rangucke, dann sehe ich hier zum Beispiel diese Überstritte, aber dadurch, dass die Blumen und auch und auch der Spruch davor sind, dann sieht man halt kaum noch was davon. Und last but not least hatten wir das Blatt gemacht, wo mir auch was hinter die Schablone gelaufen ist. Und ja, da habe ich es auch ganz schlicht und einfach abgeschnitten, ne? Also hier sieht man jetzt nur noch das Blatt. Dann habe ich einen Spruch draufgesetzt von Dani Preuß aus diesem Stempelset. Das ist das Dem Herzen ewig nah, Klartextstempel von Dani Preuß. Die haben richtig tolle Trauerstempelsets. Und dann habe ich mir das einfach an den Seiten etwas gekürzt. Hier habe ich auch noch mit der Paste und wasserverdünnt ein paar Sprenkler draufgesetzt im Nachhinein, den Spruch dabei abgedeckt und dann habe ich mir noch zwei schmale schwarze Streifen Cardstock zugeschnitten und die hier einfach an den Seiten mit rangeklebt und dann ist auch mein Trauerkärtchen fertig. Also ihr seht ganz viele verschiedene Karten und auch verschiedene Stile. Hier haben wir eher den süßen Stil, wo ich jetzt mit Pasten im Hintergrund gearbeitet habe. Hier so ein bisschen mehr edel und hier halt auch Trauer, sprich ganz schlicht. Also ihr könnt mit diesen Pasten alles Mögliche machen. Ich mag sie sehr gerne, sie lassen sich sehr gut auftragen und verarbeiten, muss ich sagen. Also da hat Action wirklich hier mit dem Mau Kraftmus oder Studio Mau Kraftmus eine super Sache mit rausgebracht. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass die nicht so dolle schimmern. Also im Zweifel könnte man diesen Look eventuell auch damit erreichen, wenn man eine weiße Paste nimmt, die man sowieso schon hat und diese mit Mica-Puder einfärbt. Weil dann hat man auch so einen ganz, ganz, ganz leichten Glanz, nur ähnlich wie bei diesen Pasten. Wer sowas hat, der kann das ja mal versuchen.
Ich mag die Pasten so an sich sehr gerne. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Test gefallen und ihr konntet ein paar Ideen mitnehmen. Und jetzt sage ich erstmal, ciao, bis zum nächsten Mal.